Und hier wären wir wieder in Welt 1. Und zwar nicht, um Welt 1 abzuschließen. Das haben wir schon ganz lange hinter uns, Leute. Und zwar, sondern die Kanone von Welt 1 zu aktivieren. Ja, das ist unsere allererste Kanone. Wir bleiben gespannt. Wir werden die auch sofort in Welt 2 abschließen, denn wir sind ja neuerdings schon in Welt 5. Deswegen können wir die jetzt auch aktivieren. Für Speedruns sind die Kanonen eher da oder einfach zum, ja, für die 100%. Muss man die aktivieren, das geht nicht anders. Und dann kann ich euch einfach diese wunderschöne Weltenkarte zeigen. Also, ich bin wirklich ein Fan davon. Auch, dass man die anderen versteckten Welten noch sieht. Also, ich bin Fan davon auch von der ganzen Overworld. So halt wie New Super Mario Bros. U. Oder so New Super Mario Bros. Wii. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich mag beides sehr. Ich glaube, ich könnte mich auch gar nicht mehr entscheiden, was jetzt besser ist. Offen ehrlich, ich finde beides klasse. Und ja, dann machen wir doch ganz schnell die Kanone von Welt 2. Na gut, das war jetzt natürlich blöd. Ja, die führt auch nach Welt 5. Ich glaube, die Welt von Welt, was ist das? 3 führt nach Welt 6, glaube ich. Und ich glaube, von Welt 4, ich glaube, nach Welt 7. Irgendwie sowas. Ich weiß es gar nicht mehr 100% auswendig. Und ja, wir machen auf jeden Fall weiter im Dschungel. Das ist ein bisschen, sagen wir mal so, das kann sein, dass wir Level 5-3 erst nach der Welt spielen können. Denn die Ranken versperren mal so schön den Weg. Und das kann oft vorkommen, dass das passiert. Oh, Wiglas. Wütende Wiglas. Aber wir können auch die Wiglas töten, indem wir, naja, einfach einen Block aufschmeißen. Ich habe gerade ganz kurz Massenmord gemacht. Oh, alles gut. Oh nein, Riesenwiglas. Ja. Oh mein Gott, die kommt von oben. Wusste ich jetzt nicht. Oh mein Gott, das ist die Höhle der Wiglas, glaube ich. Ja, ich dachte, ich werde jetzt sterben, weil er da runterkommt. Oh nein, zu. Oh nee, jetzt kommt noch. Jetzt passiert das wirklich. Und Leute, falls meine Zunge durchsichtig ist, das liegt daran, dass ich Slash Ice gegessen habe. Und deswegen blendet es ein bisschen aus. Ja, deswegen nicht verwirrt sein. So, diesmal machen wir es klug, denn ich will mein Pilzilein gerne behalten, denn eine Eisblume oder Feuerblume, je nachdem, was wir hier bekommen, wäre mir, glaube ich, lieber. Und bevor ich jetzt schon anfange, hole ich mir lieber sowas. Ja, wer hätte es gedacht, man kann Riesenwiglas nicht töten. Das war ja eigentlich zu 100% klar. Und, oder? Nee. So, und weiter geht's. Diese Stelle finde ich ganz fies, muss ich sagen. Das ist eine ganz fiese Stelle und mein. Oh mein Gott. Was zur. Ist hier oben was? Da oben ist was? Hä? Lol, also das habe ich noch nie gefunden, diesen Geheimraum in New Super Mario Bros. Wii. Das war mir was Neues. Oh mein Gott, ich hasse diese Fledermäuse so abgrundtief. Oh mein Gott, ich hasse die Fledermäuse. Also ganz ehrlich, Leute, ich glaube, es gibt noch schlimmere Gegner als Akisos für mich. Und das sind die Fledermäuse. Keine Ahnung warum, aber ich habe voll das Problem mit denen. Voll. Ich mag absolut nicht die Fledermäuse. Ja, du musst immer dann so endlos warten und dann fliegen die auch noch. Und bla, 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 bla. Ja, genau. Mach halt Wiggler-Attacke hier.
Von da oben muss jetzt aber irgendwas sein, Wertvolles. Und der zeigt nicht, dass es derselbe Raum zweimal. Nein, hier ist eine Starcoin. Okay, hätte ich nicht gedacht. Ja, Wiggler. Pilzilein, perfekt. Komm, jetzt einfach nur ein Ziel. Ja, also, es lief so brocklig, so ein bisschen hippelig, aber ich fand's gut. Ist ein nettes Level. Und jetzt brauchen wir sehr viel Glück, Leute, dass wir Welt 5-3 spielen können, denn... Ja, das ist das kleine Manko in dieser Welt, dass das meistens nicht geht. Ich hoffe, es geht, weil ich habe keinen Bock, wirklich bis Ende der Welt zu warten, aber... Ja, es wird uns versperrt. Irgendwie ist das typisch. Fast in jedem Durchlauf habe ich das. Vielleicht ist es auch extra so gemacht. Naja, egal. Dann machen wir weiter bei der Burg. Von den wahnsinnigen Iggy. Ohne Eisblume, das ist sehr perfekt. Na, die Festung hatte mich sogar auch ein bisschen... hart reingenommen damals, als Knie. Weil ich irgendwie nie weitergekommen bin damals. Obwohl es eigentlich, ganz ehrlich, eine einfache Festung oder Tower, besser gesagt, ist. Klar, es ist so ein halbwegs Scrolling-Game. Weil es bewegt sich schon ab und zu, weil du... Ich hoffe, man weiß, was ich meine. Oh mein Gott! Hätte ich nicht machen sollen. Oh. Vielleicht warte ich lieber mit der. Ja, da ist eine Eisblume drin. Das dachte ich mir schon. Ui. Ah, zu weit gesprungen. Na toll. So, spring hier hin, Mario. Perfekt. Oh nee, Trampolin. Erster Checkpoint. Okay, ich brauche noch zwei Starcoins. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wenn ich die nicht abgewischt hätte, das wäre so bitter gewesen. Oh Gott, ich muss nach dahin. Okay, war doch easy. Okay, mir fehlt eine Starcoin. Und irgendwas geht gerade draußen in meinem Garten ab. Ich weiß aber nicht was. Also, meine Familie ist nicht da gerade. Aber irgendwie... Autogeräusche? Und hier muss man groß sein für die letzte Starcoin. Ja, okay. Ich meine, wir sind jetzt nicht so dumm und ich lass mich ja treffen, also. Ich meine, ich doch nicht. Ich bin doch Pro. Na gut, das erste Level reden wir heute nicht drüber, aber sonst war der Tower war echt machbar. Aber auch eine coole Sache, diese bewegenden Hin und Her. Oh, und der Bosskampf von Iggy auch mal ein bisschen anders gemacht. Und das ist der normale. Na, Iggy? Okay, du bist auch ein bisschen verrückt, deswegen kann ich verstehen, dass du ein bisschen spezieller bist. Aber Iggy, ich bin auch ein bisschen speziell. Ich bin zwar speziell mit Essen, ich bin zwar nicht so wahnsinnig wie du. Ich meine, du bist echt wahnsinnig. Oh mein Gott. Ey, Iggy. Töte mich nicht. Oh, Iggy. Respekt, deine Wahnsinnheit kann echt brutal sein. So, wir sind erst bei 9 Minuten. Ja, komm, wir schaffen noch easy noch ein paar Level. Vielleicht auch 5-3? Ja, so viel kommt gar nicht mehr so, Leute. Es sind eigentlich inkognitiv 3 Level, 4 Level. Sonst war es das eigentlich schon.
Und kriege ich das Level? Kann ich das spielen? Ach komm, Toadie. Dich retten muss wirklich niemand, ganz ehrlich. Nein, wir können das Level immer noch nicht spielen. Auch nicht, wenn ich... Ach. Dann machen wir 5-4. Weiter geht's. Das müsste so ein Floßlevel, glaube ich, sein. Das kann stressig werden. Sehr stressig. Denn ich glaube, wir haben auch eine bestimmte Anzahl an Gegnern, die rauf dürfen. Ja. Ich glaube, 5 Gegner waren Maximum. Wir selber zählen zwar nicht dazu. Oh mein Gott. Zum Glück sind das alles nur... Oh mein Gott, da ist eine Starcoin. Wie wollte ich mich das verarschen? Wie komme ich an eine Starcoin ran? Hey, what the fuck? Oh nee, ich muss groß sein. Frage, komme ich jetzt zum Level? Ich komme zum Level, egal, scheiß auf Level 5-4. Wir machen 5-3. Das ist mir wichtiger als 5-4 gerade. Und das war's mit meinem Pilzlein. So, diese Gegner kann man auch nur töten, indem man halt auf deren Kopf springt. Da ist nochmal Starcoin Nummer 1. Oh mein Gott, Propellerpilz. Propellerpilz. Normaler Pilz ist auch okay. Aber jetzt habe ich nur einen Versuch, die Starcoin zu bekommen. Was aber kein Problem war. Dum, 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 dum. So, das hier ist ungefähr dieselbe Mechanik wie im Luftschiff-Level. Nur, dass es nicht ganz so schlimm ist. Sagte der und stellt fest, dass es doch schon etwas fies ist. Ah, mein armes Warm-Up ist tot. Schade. Eine Feuerblume bringt mir sogar echt gar nichts hier in die... Warte mal, ich hab die getötet mit der Feuerblume? Hey, ich dachte, man kann die gar nicht... Hey, dann ging das in New Super Mario Bros. U nicht, dass man die mit Feuerblumen besiegen kann. Gut. Das wusste ich jetzt wiederum nicht. Und ich würde auch mal gerne sagen, Starcoin Nummer 2 kann auch gerne kommen. Perfekt, Starcoin Nummer 2. Hier müsste, glaube ich, irgendwo eine Feuerblume drin sein. Hoffentlich. Nein, hier ist einfach gar nichts drin. Ja, hier ist eine Röhre. Die aber nix. Ah, da ist letztes Starcoin. Ich hab die gesichtet, Leute. Ich weiß nicht, ob ich die ganz... Obwohl, es geht. Das Level geht eigentlich voll klar. Oh, wow, 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 wow. Hey, jetzt habe ich Schiss, dass ich hier sterbe. Also es ist mir egal, ich will nicht die Fahnenstange, also wirklich. Es ist mir so egal, aber ich habe keinen Bock jetzt zu sterben. Im First Try, obwohl es, naja, es läuft gerade so, naja. Ich weiß nicht warum. Und ich glaube, ich nehme mir auch wieder einen Pilz, denn die Pilze sind wirklich die Sachen, die ich am meisten benutze.
So, ich bin aber froh, dass ich abgeschlossen habe. So, dann würde ich sagen... Einen Pilz nehmen wir. Und let's go. Ja, das Floßlevel. Was soll man dazu sagen? Zum Glück haben wir keinen Stress, denn... Ich glaube, in New Super Mario Bros. U hatten wir halt diesen Giftnebel im Hintergrund. Oder halt hinten. Womit es schwer war, sowas wie Starcoins, ja, zu holen. Oder wenn man halt stecken bleibt, das war es dann so gesehen. Mein Ziel ist natürlich jetzt, ganz easy going eigentlich mit Eisblumen hier alles einzufrieren. Damit ich diese Starcoin hier bekomme... Die hier alle abräume. Ja, ich glaube. Hier ist eine Feuerblume. Ich bleib bei Eisblume. Ich gebe ganz ehrlich zu, Eisblume ist mir lieber. Weil damit kann ich auch Gegner einfach einfrieren und dann zum Rutschen bringen. Hier, jetzt wird mir eine Eis. Boah, Massenkill. Na, diese Mini-Gummas könnten schon knapp werden. Also Piranha-Pflanzen, ich meine, ihr habt's okay, aber... Ich glaube, da ist ein Starcoin, deswegen warte ich nochmal, bis ich jetzt ein bisschen mehr dran bin. Perfekt. Ach, weißt du was? Piranha-Pflanze, wirklich. Es ist mir egal, was du machst, aber ich kann nicht töten. Ich kann euch alle so töten. So, letztes Starcoin will ich jetzt auch noch gerne, dann war das Level heute auch gar nicht mal so schlimm. Dann können wir heute auch noch das Geist ausmachen. Wir haben ja heute voll den Progress. Ich brauche Oh, Junge. Ich dachte jetzt, weil ich da gekommen bin, also ich halt Schaden genommen habe, dass es nicht mehr aufgebombt ist. Ey, das wäre so bitter gewesen. Und wir hatten bisher noch keine einzige Schnapszahl. Also keine 1-1, 2-2, noch kein einziges Mal im Let's Play. Das ist ungewöhnlich. So, ja, jetzt wird, glaube ich, ein Riesenweg freigeschaltet. Boah, wir haben viel Auswahl. Aber ganz ehrlich. Okay, machen wir das Geisthaus im nächsten Part. Jetzt gehen wir halt zu einem Level, wo ich mir denke, ich habe keinen Bock, denn es ist ein Fluglevel. Ja, und es ist ein Fluglevel. Ja, oh nein. Es sind zum Glück keine Parakäfer, diese... Diese Gegner sind mir noch, sagen wir mal ganz ehrlich, die sind noch lieb. Die würde ich auch noch als Haustiere halten. Die sind nicht so schlimm. Was ich schlimm finde, ist, dass ich fast krepiere dennoch. Okay, mit Propellerpilz ist es hier wirklich auch einfach. Weil in New Super Mario Bros. U hattest du ja wirklich dieses, boah, du musst perfekt landen, sonst krieg... Mein armer Propeller-Head. Propeller-Block, besser gesagt. Ey, Spiel, das kannst du mir jetzt nicht antun. Obwohl schon Checkpoint. Ja, Leute, auf diese Musik dürfen wir uns lange warten lassen. Und was ist das hier? Wehe, ich brauche irgendwie hier einen Powerblock. Kriegen wir auch einen Propeller-Head so? Oder ist es halt wirklich, dass ich nur diesen Block bekomme und sonst
Okay, man bekommt wirklich nur den Block. Ah, nein, ich bekomme doch den Propeller jetzt. Okay, Starcoin Nummer 2 haben wir, das heißt, der Powerblock war nicht notwendig. Dennoch ist meine Frage, wo jetzt der zweite war. Oh nein, schon wieder irgendwas mit Powerblock, wirklich. Boah, ich hab Schiss, dass hier irgendwie die Starcoin jetzt runterkommt. Ich geb's ganz ehrlich zu. Und die kommt hier runter. Ey, das Level ist ja... Das geht doch voll klar, als ich dachte. Und er ist ein gar nicht mal so schlimm. Ich bin erstaunt. Ja, dann war das Level echt gut. Dann machen wir jetzt noch ein One-Up-Pilzhaus, damit wir noch ein bisschen mehr in die Länge ziehen. Denn nochmal noch zum Geisterhaus. Ich weiß, dass Geisterhäuser schon so 10 Minuten brauchen. Leider. Und dann sagen wir einfach, nehmen wir noch das schöne One-Up-Pilzhaus mit. Und ja. Und wir können aber auch. Vergiss das mit nur One-Up-Pilzhaus. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Aber nicht vergessen für den Geisterhaus von Welt 5 im nächsten Part von New Super Mario Bros. Wii. Ich würde sagen, bis dann und ciao, ciao.